Moin, ihr alten Mutantenlederhäute, willkommen zurück zum Metro Exodus. Ah, ich habe gedacht, ich bin Fuchs, ja. Ich will mit euch jetzt ins Terminal reisen, um da hier die Motordrehsine klar zu machen. Und dann bin ich schon ein ganzes Stück vorgelaufen, hier auf am linken Ufer lang, bis da vorne zu der Hütte. Und habe gedacht, ja geil, da ist er dann. Oh shit, warte mal, nee, das müssen wir ja erstmal irgendwie. Ich spinne hier immer gerne rum, die Affen. Ich wurde gerade von fünf Viechern bespuckt. Bespuckt wurde ich. Ja, ich abgeknallt. Steht am Spann vom Ufer aus. Mal schöne dicke Süppchen draus machen. Ja, genau. Und jetzt. Ja. Oh, voll ver. Wenn die. In dem Panzer. Haben wir hier noch ein bisschen was anderes? Klappe. Oh. Wenn das nicht immer so viele wären. Schnell weg. Ja, ich dachte, kriegt das schön, weil da ist ja irgendwie ein Ufer mit einem Boot normalerweise. Aber ich habe das Boot ja genutzt, um hier auf die rechte Seite zu fahren. Na, ich dachte, Kacke, du Idiot, ja. Ich hatte meine Hoffnung war, dass die Boote sich ja irgendwann resetten, wieder an die Ufer, wo sie herkommen, aber. N-n. Da ist das Spiel hardcore genug, um zu sagen: Nein, nein, die Boote bleiben da, wo du sie geparkt hast. Jetzt stehen hier zwei. Jetzt muss ich hinter uns einen übelsten Umweg laufen und habe dann noch irgendwo ein Boot gefunden und habe das dann den Shrimps weggenommen. Und so, jetzt geht's los. Gespannt, was hier abgeht. Bestimmt ein schöner Schwung hässlicher, dummer Mutanten. Ist auf jeden Fall schon mal einladend hier bei euch. Dann wollte ich eigentlich erst den Teddy wegbringen und die Gitarre. Na, ich dachte, so ein Schwachsinn, du musst dann nachher sowieso wieder hin. Und dann hast du ja noch mehr Laufwege. Schnellreisen und Autos gibt es ja gerade noch nicht. Oh yeah. Jetzt weiß ich nicht, wie cool das aussieht. Kann man die irgendwo andocken? Da vorne, wa? Wo der Herr am Feuer sitzt. Hola, Senor. Ah ja, die durch die rote Fahne markiert. Erstmal kurz nochmal alles durchladen hier. Hierfür haben wir keine Moon. Ach du Scheiße, das ist alles verschossen. Nee, das funktioniert nicht. Wie war denn das hier mit dem Backpack? Ich face das jedes Mal, ne? Weil das ist für mich so unlogisch angeordnet. So? Nö. So? Nö. So. Ja. Ich weiß ja nie, welches Spiel noch I als Inventar benutzt. Außer Rollenspiele. So, ja, die möchte ich zerbauen hier. Was kostet das? 10 Schrott. Ja, gut. Dann investieren wir da mal ein bisschen. So. Können wir das Ding hier auch immer durchladen? Das ist krass, wie unsere AK-Munition. Aber da geht ratzfatz bei der Feuerrate. So. Oder wir müssen uns langsam mal eine Schrotflinte zusammenbasteln. Ein bisschen Licht für euch anmachen hier. Oh. Splitterbomben. Hier unten treibt sich auch der Zarfisch rum. Boah, dein Ernst, Alter? Oh, voll daneben. Ah, komm schon. Ja. Das war ein Treffer.
Und mein eines großes Auge blutet. Habe ich übrigens versucht auszustellen, geht leider nicht. Mich kotzt dieser rote Rand da oben so an. Ich finde das so dämlich. Ah, ein Fischer. Das sah erst nach einer krassen Soldatenuniform aus. Wurde abgelehnt von der mächtigen Treppe. Ich glaube, da kommt man jetzt sowieso nicht rein. Irgendwie so war mir. Oder? Doch. Diese Pilze unten liegen lassen. Ich brauche die Schrooms. Mein Messer liegt hier ohne, habt ihr gesehen? Da. Oh, geil. Ja, dann noch mal hoch. Ich kann aber ohne einen Schalter spielen. Oder doch nicht, doch. Ja. Da ist er. Der Katatafisch. Dritte Wurfmesser. Oh, schlecht. Das gibt's doch nicht. Das ist ein Scheiß. Gut, dass wir so viele gebaut haben. Gib mir das. Das ist immer ein Unterschied, wenn man vorher gespielt hat. Und dann hat man wieder dieses butterweiche Aiming hier vom Metro an der Hand. Ich frage mich jetzt, ob das eine dumme Entscheidung war, nicht versuchen, an der Tür zu rütteln, aber mir ist irgendwie so, dass man nicht reinkommt. Nicht so happy, dass wir in seinem Zuhause sind. Der ist jetzt hinter uns. Ach so. Oh. Alter, ist der Stahlträger voll getroffen. Auch ihre Materialien, Sir. Artyom, Artyom, bitte kommen. Dein Signal wird schwächer. Das Terminal besteht aus Unmengen Stahl und Beton. Das wird das Signal abgeschirmt. Ich muss meine Lampe mal kurz pimpen. Oh! War ein Fehler. Direkt bestraft. Niemals lädt jemand seine Lampe auf. Nicht hier in unserem Hut. Elektrizität ist verboten.
Dann schon die älteren Anhänger, die sehen dann irgendwann so aus. Mann, ey. Das ist echt bitter an dem Spielmodus. Ich finde, das passt irgendwie so wenig in diese Metro-Sache. Ich meine, das ist auch Survival-Dings, aber ich weiß nicht, das. Bei Stalker fühle ich das halt mehr. Guck mal, nicht noch einer. Hä? Ah. Oh, Glück gehabt, war einer Praller. Wer hat hier jetzt bitte gerade eben Stress gemacht? Möchte jetzt aber im Moment Lampe aufladen. Oh nein! Oh. Oh. Also hier runter möchte ich ja jetzt eigentlich nicht, ne? Passt ich da was? Das ist, glaube ich, nur für den Fall, dass man wirklich ins Wasser fällt. Wie viele von diesen Fischern hier verreckt sind. Bitte kommen, Artyom. Kannst du mich hören? Ende. Naja, aber nicht antworten. Wisst ihr, ich habe Schwierigkeiten. Bitte kommen, bitte kommen. Ah, jetzt ist los. Oh, ja, yeah, ich bin's. Das ist hoffentlich der einzige Zugang, oder? Was ist denn? Oh, das crippt noch einer rum. Oh, fuck. Oh, oh. Nee, die nicht. Alter, was machst du, Bruder? Nein, ihr braucht das Messer! Oh. Oh, meine Mumpeln sind schon wieder alle. Scheiß Affen hier. Und ein Hund, habt ihr auch noch. Kommt schon wieder irgendeine Krokette. Direkt reingeguckt. Ist natürlich eine Einladung. Okay. Also Leute, ne? Wenn ihr mal an Not seid, beschossen werdet, versteckt euch hinter Treppengeländern. Kurz ausruhen an der Wand. Bin immer ich auf Arbeit. Achso, ja, das war jetzt natürlich clever.
Was ist das denn, Alter? Das sieht giftig aus. Was hört ich jetzt hier so hin? Das ist immer ganz cool gemacht in diesen Spielen, dass man immer so ein bisschen durchgeleitet wird. In den meisten Fällen. Deswegen mochte ich das eigentlich immer so, weil ich finde, ich brauche eigentlich nicht immer so eine. Auch keine so eine riesige Open World oder so. Oh, hier unten ist wieder Seuche angesagt. Oh, sie haben mitgeguckt. Oh, jetzt reicht aber. Oh, er lebt noch. Wir loslassen. Junge, Junge. Hm. Ah, der Gute wird jetzt grumpy. Irre. Plopp. Wo war der Kollege? Wie viel Schuss hat der denn jetzt drin? Das sind doch 6 Schuss. Kann ich nicht immer nach 3 Schüssen nachladen. Oh. Bringt mir oben jetzt was? Irgendwer steppt hier noch rum. Ja. Voll. Oh. Volle Nacken gehämmert. Da kommt er, da kommt er. Gottes Willen. Aber die haben schon so ein bisschen in sich. Ey. You know, das war jetzt nicht tödlich, oder was? Irgendwer hat mir angespuckt. Ich liebe, dass hier überall in so Ecken gestorben sind.
dass man nur zugreifen muss. Geh weg. Genau. Alter, wo bist du denn hin? Ist das ein Dreck, ey. Oh, der war heftig. Scheiße. Dachte, die coole, epische Parkourflucht so, aber war nicht. Das ist nicht mit Parkour, Freunde. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Metro wieder. Haut rein.